geht um den Jahresabschluss und um diese Abschlusszeit des Jahres. Ich habe das jetzt mal grob zusammengefasst, auch mit der Weihnachtszeit, denn die gehört für mich dazu. Und ich möchte euch gerne einen kleinen Impuls jetzt geben, so, was ihr mal so einsinken lassen könnt, so als kleinen mythologischen Impuls für den Hintergrund oder für das Feld, in dem sich das Seminar jetzt quasi bewegt, im Sinne dieses Jahresabschlusskurses hier. Ja. Goethe sagte, wir mögen die Welt kennenlernen, wie wir wollen. Sie wird immer eine Tag- und eine Nachtseite behalten. Das heißt, es gibt immer einen Teil, der uns bewusst ist und immer einen Teil, der uns unbewusst ist. Oder es wird immer einen Teil geben, der ganz klar ist und einen geben, der unscharf ist oder der ambivalent ist oder der für uns irgendwie unangenehm ist oder vielleicht auch bedrohlich ist. Und wir können uns noch so viel Sicherheiten rundherum schaffen. Diesen Bereich wird es trotzdem immer geben. Wenn du deine Grenze ausdehnst, so hast du trotzdem irgendwann am Ende dieser Grenze die Wildnis. Ja? Und das ist immer auf eine gewisse Weise bedrohlich. Ja. Oder unscharf. Oder das Lebensende, mit dem wir zu tun haben. Für uns ist ja der klassische Jahresabschluss des gregorianischen Kalenders, ist ja eben Silvester. Und das wird dann immer von uns natürlich zelebriert mit der Möllerei. Den meisten ist nicht so ganz klar, wo das ursprünglich eigentlich herkommt. Und darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Ich möchte aber jedoch darauf verweisen, dass wir im Grunde ein Kalendarium führen, was der Sonne angelehnt ist und dass es in früheren Zeiten immer auch lunare Kalendarien gegeben hat, die eben anhand der Mondphasen das Jahr strukturiert haben. Und bei diesem Wechsel vom lunaren Kalender zum solaren Kalender haben wir also bis heute natürlich, logischerweise, hat sich nichts daran geändert, eine Diskrepanz. Und diese Diskrepanz sind im Schnitt roundabout 11 Tage, beziehungsweise 12 Nächte. Und diese Diskrepanz spielt eine wichtige Rolle in vielen Kulturen. Oder diese Zeit. Wir sind ja nun mal jetzt in einer Phase des Jahres, die sehr stark von der Dunkelheit einfach geprägt war und ist. Und in dieser Zeit, da ist also das Licht als solches, spielt einfach eine große Rolle, weil das ist jetzt der Mangel, den wir haben. Und da handeln also viele Mythen in vielen Kulturen von, dass in diesen Zeiten der Dunkelheit es irgendwann wieder aufbricht ins Licht. Und da gibt es auch eine Parallele zum Geburtsprozess. Das hat Stan Grof ja auch beschrieben, dass im Grunde die dritte Matrix im Geburtsprozess, beziehungsweise die vierte, denn der Ausbruch aus dem dunklen Kanal, ja, der Weg in das Licht ist letztendlich. Und ganz viele Kulturen haben da diese Mythologie auf ähnliche Weise mit diesen Lichtgottheiten in Verbindung gebracht. Und oftmals, ich habe das ja in diesem Prometheus-Vortrag von den Professoren auch beschrieben gehabt, dass oftmals eben auch gerade Regime oder Diktaturen diesen Aspekt aufgegriffen haben oder heute noch aufgreifen. Dass der Feind wird immer mit Assoziationen, die das Dunkle darstellen, in Verbindung gebracht und man selber stilisiert sich immer so als Lichtheros oder Lichtheld. Ja, und da werden häufig auch eben diese Sprachmuster dann benutzt. Ja, wir werden euch zur Freiheit führen, ins Licht führen. Ja, und so weiter. Gut, und das ist also, das wirkt also ganz, ganz tief ins im Kollektiven. Und wir haben natürlich auch in unseren Kulturkreisen schon eben Lichtgöttinnen, Götter gehabt oder wir haben eben den Lichtwagen als Metapher. Und man denke auch nur an die Himmelsscheibe von Nebra zum Beispiel. Man muss jetzt gar nicht nach Ägypten gehen, also man findet das auch hier. Und die Sonnenkulte sind eben weltweit verbreitet gewesen. Grundsätzlich ist ja Feuer, Licht und Sonne immer auch ein Symbol gewesen für die Wiedergeburt. Es ist ein Symbol, was eben ganz eng verbunden ist mit dem Phönixvogel auch, was wir aus der alten Mia kennen, das Symbol, wie der Phönix aus der Asche geboren werden.
Und das ist auch ein Symbol, was natürlich im Schamanismus sehr stark immer wieder auftaucht, diese Wiedergeburtsprozesse. Das heißt, man wird vom Leben in irgendwas Schmerzhaftes hineingestürzt oder hineingestellt. Und das Leben fordert einen auf, jetzt damit umzugehen, dahin durchzugehen. Und wenn man das tut, dann kann auch eine Transformation passieren. Das erleben viele Menschen wie so eine Art Wiedergeburt. Wenn man das nicht tut, dann hängt man meistens irgendwie fest. Wenn man das vermeidet, dann läuft man irgendwie nachher in Zustände rein, wo man wie ausbrennt, weil man merkt, das Alte geht nicht mehr, das Neue will man aber irgendwie nicht wahrhaben. Und dann macht man immer den Hamster. Das funktioniert also auch nur eine Weile und dann gibt es irgendwie so eine Prozedur, die wird dann vom Leben initiiert, sage ich mal. Und dann auf einmal ist man hinterher ein anderer Mensch und die Frau erkennt einen nicht mehr. Ja, zum Beispiel. Ja. Ganz eng hängt das natürlich mit der Wintersonnenwende zusammen. Das war in den alten Kulturen immer ein Thema. Und es wurde auch immer gefeiert, ganz, ganz wichtig eben die Sommersonnenwende, je nach Kalendarium, 20., 21., 22. Juni. Oder die Wintersonnenwende eben am 21. oder 22. Dezember, wo dann eben die Sonne den geringsten Stand erreicht über dem Horizont und wo dann klar ist, okay, jetzt geht es quasi in die andere Richtung. Das heißt, ab dem 21. 22. Dezember kommt das Licht zurück. Ja, denkt man eigentlich gar nicht dran, beziehungsweise denkt man nicht dran, dass es im Juni schon wieder bergab geht. Wundert man sich häufig, wenn man das mal irgendwo hört. Aha, jetzt wird es wieder weniger, ist man erstmal irritiert, weil man denkt irgendwie noch an Juli und August und sagt, das ist mal voll im Sommer jetzt erstmal, ja, und im Grunde gibt es da schon die Rückbewegung. Das ist ja auch ganz spannend als Bild, wenn man das so auf eigene Prozesse im Leben bezieht. Manchmal hat man noch das Gefühl, man steckt noch voll im Saft und eigentlich ist im Leben schon, ist irgendwie so eine Rückbewegung hat schon eingesetzt. Und das hat ganz viel mit Rhythmik zu tun. Der Atem ist ja auch ein Rhythmus, es sind ja alles Rhythmen. Erikson hat ja dann mit Rossi zusammen diese ultradianen Rhythmen gefunden im Leben, die dann alle 90 Minuten quasi ablaufen. Und so ist das natürlich im Kleinen wie auch im ganz Großen. Ja, also das heißt, wir sind natürlich als Teil des ganz Großen, sind wir in einem Wechselspiel determiniert von dem großen Ganzen. Wir hier als die Flöhe, die auf einem Hundehintern leben und nicht wissen, welche Hunderasse der Hund hat. Ja, so sage ich das immer scherzhaft. Ne? Also im Grunde sind wir so identifiziert mit unserem Floh-Dasein, dass wir das große Ganze häufig gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Und diese kosmischen Ereignisse, die erinnern uns letztendlich wieder daran, dass wir ja auch nur ein ganz, ganz winziges Staubkörnchen sind hier im Universum. Das ist für das Ego natürlich kränkend, das ist mir auch klar. Gut. Und die alten Kulturen haben da um diese Strukturen herum, die da auf der astrophysikalischen Ebene passieren, eben bestimmte Rituale immer gehabt. Und es gibt ja zwei der bekanntesten Kultstätten, Sonnenkultstätten sind ja die, wo man diese Tage genau bestimmen konnte. Es ist nämlich Stonehenge und natürlich die Exansteine. So, die machen da ja auch immer eine Party jedes Jahr, irgendwelche Neo-Schamanen. Und treffen sich dann da zu den Sonnenwendfeiern. Und das ist ja auch ganz spannend, mal so zu gucken, okay, das ist sehr ja interessant zu schauen, wo hatten die das Wissen eigentlich her auch, ne, zu der Zeit schon. Und in den Maya-Pyramiden und so weiter, das ist ja alles sehr, sehr ähnlich. Die hatten also auch die Möglichkeiten, das irgendwie zu messen und wussten auch genau, wann was stattfindet da. Und für die war das ja ganz wichtig, auch für die alten Kulturen, die frühen Ackerbaukulturen, dass sie wussten, okay, wann wechseln die Jahreszeiten wieder und wann müssen wir uns wieder zum Beispiel auf den Acker begeben, um auszusehen und so weiter. Ja, also was wir jetzt eigentlich in dieser Weihnachtszeit feiern, um das nochmal zu sagen, ist im Grunde das Ende der Dunkelheit, könnte man sagen. Und das Spannende ist ja hier jetzt auch bei diesem Bild zum Beispiel, dass die jetzt gerade in diesen dunklen Raum da hineingehen. Also das fand ich ganz schön als Metapher. Das heißt, wir müssten also, um an das Licht heranzukommen, müssen wir eigentlich den Schritt in die Dunkelheit wagen oder tun. Das ist ein Paradoxon. Das hat auch was mit den Augen zu tun. Wenn du mit den inneren Augen sehen willst, musst du die äußeren Augen schließen. Und
dann kannst du wirklich sehen. Ja, Weihnachten, da wird Jesus ja auch beschrieben als das Kind des Lichtes in einer dunklen Nacht. Das ist im Grunde kein Zufall, dass der genau da geboren sein soll. Also es gab ja zu der gleichen Zeit immer schon andere Gotteskinder, die genau dort geboren worden sind. Und es geht einfach um diesen Wechsel, das ist das Entscheidende. Und man hat dann also, Paulus hat dann natürlich diese alten Mythen und die alten Götterattribute genommen und hat die im Grunde auf den Heiland übertragen. Was also in der Zeit der griechischen und römischen Antike, also ich sag mal neudeutsch en vogue war, da hat er einfach die Attribute übernommen, hat die dann auf den Lichtbringer dort übertragen und hat gesagt, okay, der hat das auch. Also, und dadurch konnte diese Sekte, so hieß die, wurden die ja damals genannt, diese Christensekte konnte dadurch überhaupt erstmal an Popularität gewinnen, weil die Attribute von den ganzen anderen Göttern, die zu der Zeit hip waren, quasi auf ihn auch angewandt wurden. Und wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, die Geburt eines göttlichen Kindes, das ist auch überhaupt keine Besonderheit, schon gar nicht in der Antike. Ja, da findet man also zahlreiche Darstellungen. Hier ist zum Beispiel auch die Geburt von Dionysos beschrieben. Der hat ja mit Christus auch sehr viel gemein. Stichwort Weinwunder von Kanaa oder das Gekreuzigtwerden oder das ganze Abendmahl, das ist alles von Dionysos, ich sag's mal, abgekupfert. Zumindest hat es bei dem vorher so existiert. Würde mich wundern, wenn das nicht der Fall wäre. Und genau, also da finden wir doch sehr viele Parallelen. Und die Griechen haben eben sehr viel übernommen aus dem alten Ägypten. Die ganzen großen Philosophen gingen da ja ein und aus in Ägypten und haben dort quasi, ja, wahrscheinlich auch Initiationen in irgendeiner Weise erfahren. Ja, da wird ja häufig auch hier oben die Sonnenscheibe dann dargestellt. Der Sonnengott Ra war ja auch eben ganz elementar in diesem Kult. Und hier finde ich es auch ganz schön, so mit dem Licht, ne, wie das so dargestellt wird auf diesem Altarbild. Genau. Also da ist die Mythologie voll von diesen göttlichen Kindern. Ja, und die Griechen wie auch die Römer haben natürlich an diesen Sonnenwagen geglaubt, der dann mit Apollon oder Helios in Verbindung gebracht wurde. Das macht ja auch Sinn, denke ich, dass man in so einer Kultur, wo man lebt und sieht, okay, unser Leben hier, unsere Ernte, alles wird von dieser Scheibe dort bestimmt, die da quasi am Himmel aufgeht im Osten und im Westen wieder untergeht. Und dann haben die sich eben Vorstellungen darüber gemacht, was sie dann macht, wenn sie dahin untergeht. Und da war ganz klar, die fährt durch die Unterwelt und die Ägypter hatten das als Sonnenbarke und die kommt am nächsten Tag hinten wieder raus, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, haben wir ein Problem, so irgendwie. Ja. Und man hat dann Christus also auch mit in diese Verbindung gebracht. Es gab auch einen Sonnengott bei den Römern, der Sol Invictus, und mit dem hat man also Christus auch wiederum gleichgesetzt. Das sieht man hier rechts, da steuert er dann auf diesen Wagen, auf diesem Mosaik. Ja, also das ist ein ganz wichtiges Element. Was wir dann mit Weihnachten in Verbindung bringen, ist der Nikolaus oder Santa Claus. Das ist also eine amerikanische Variante, könnte man sagen. Ich glaube, 1823 haben die das in den USA, haben die Idee da ganz bekannt gemacht. Und ich glaube, 1920 hat Coca-Cola damit angefangen, das als Werbeinstrument zu benutzen. Bei dem ist es ganz spannend, dass dort diese Rentiere mit ins Spiel kommen und natürlich auch die Farbgebung, ist auch interessant. Und der hat so ein bisschen was Waldschratiges, so wie so ein Waldgeist, ja, erinnert einen da so ein bisschen dran. Und das wahre Rentier ist, also da gibt es so eine Geschichte, das machen heute die Schamanen in Nord- oder Osteuropäischen Gebieten auch noch, dass sie also ihren Rentieren die Fliegenpilze zu fressen geben. Die Nieren von denen, die filtern dann das alles raus, was da sehr toxisch dran ist und uns umbringen würde. Und die Rentierpisse, die saufen die dann.
um dann also stark veränderte Bewusstseinszustände zu erleben. Und dann haben die eben auch Visionen, wie sie dann mit ihrem Rentier über die Wolken galoppieren. Das ist eigentlich der originäre Nikolaus. Und das rot-weiße Gewand ist noch diese Reminiszenz an den Fliegenpilz. Deswegen hat der Nikolaus eben dieses Gewand an. Ja? So, das ist also so der Hintergrund von dieser Sache. Und dahinter steht aber, wie gesagt, eigentlich ein weltweiter Pilzkult, den wir also rund um den Globus können wir da Belege für finden. Das heißt also, der Pilz, der Psilocybin-Pilz oder der Rauschpilz wurde immer genutzt rund um den Globus, auch hier. Natürlich auch von den urschamanischen Kulturen, die es hier gegeben hat in diesen Kreisen, um diese veränderten Bewusstseinszustände zu erreichen. Da sieht man zum Beispiel aus Eleusis so ein Fragment, wo Gordon Wasson das so gedeutet hat. Oder bei den Mayas und Azteken findet man das auch sehr häufig. Rechts unten sieht man Maria Sabina, die Schamanin, die in Mexiko, dann auch Gordon Wasson und Albert Hofmann, die Zeremonien ermöglicht hat. Und Albert Hofmann hat das ja, der Erfinder von LSD, hat das dann ja hinterher auch synthetisieren können. Und sie ist dann ja leider sehr unglücklich nachher gestorben, weil dann in den 60ern die ganzen Hippies dahin sind und ihre Kultur hat dann auch dadurch durch diesen Trip-Tourismus dann Schaden genommen. Und das war für sie dann, glaube ich, auch nicht so ganz ohne. Es gibt auch Verbindungen, es gibt auch manche Kirchendarstellungen, gibt es auch ein ganzes Buch zu, wo Christus in Verbindung mit dem Pilz gebracht wird oder das Abendmahl, wo dann hier die Pilzstücke auf dem Abendmahltisch zu finden sind, interessanterweise. Oder in Hildesheim da oben in der Kirche das abgebildet ist. Da gibt es also viele Beispiele zu, gibt es ein ganzes Buch zu. Und wir haben natürlich in den Fundstücken, die es noch gibt, findet man immer wieder auch in unseren Kulturkreisen, eben Darstellungen von Schamanen, die irgendwie mit Tieren in Kontakt sind und bestimmte Körperhaltungen einnehmen. Und in Kulturen, die es heute noch gibt, schamanische Kulturen, die man auch noch besuchen kann, wie zum Beispiel in Mexiko, die Huichol, die haben auch dann immer wieder, nachdem die Peyote-Kaktus genommen haben, Visionen von der Sonne und so weiter. Das ist für die ganz entscheidend. Da ist dann zum Beispiel auch der Hirsch eine ganz wichtige Metapher für diesen Pilz, diesen Kaktus, der dann dort erlegt wird und der eben diese Tore öffnet für das veränderte Bewusstsein dann. Wir haben in unserem Kulturkreis den Odin auch, Wodan, Odin. Das war ja so der Urschamane, könnte man sagen, in unserem Kulturkreis. Und der ist ja auf seinem achtbeinigen Pferd Sleipnir, ist er ja auch da durch die Welten galoppiert. Der war dann sehr, sehr weise und sehr, sehr schlau und er hatte einfach sehr viel Wissen auch über die Runen. Unter anderem, weil er ein Auge geopfert hat, in den Brunnen geworfen hat, beziehungsweise über die beiden Raben, die er hatte. Die haben ihm auch sehr viel übertragen und weisgesagt. Heute wissen wir, wie schlau diese Raben sind. Ja, also sehr, sehr intelligente Tiere. Und der spielt also in dieser ganzen Thematik für uns hier in unserem Kulturkreis eine wichtige Rolle. So auch der sogenannte Weltenbaum, an dem ja der Weihnachtsbaum oder der Tannenbaum immer noch eine Reminiszenz ist. Das heißt, die ganzen alten Kulturen rund um den Globus haben, die schamanischen Kulturen haben alle so eine Kosmologie und Vorstellung von einem dreigeteilten Kosmos, der unteren Welt, der mittleren und der oberen Welt. Und jeder Mensch ist im Grunde so eine Art Weltenbaum, jeder in sich natürlich auch. Und wenn man diese Entdeckungen aus dem Bereich der Quantenphysik und so und dieser ganzen, von Nassim Haramein, dieser ganzen Forschung nimmt, dass jeder Mensch ein Torus ist, ein Körper, durch den die Energie so fließen kann, da kann man das, finde ich, auch ganz gut heute ins Heute übersetzen und übertragen. Und man findet eben in vielen schamanischen Kulturen eben auch diese Stelen oder diese Pfähle, also früher sprach man auch von Totenfehlen oder Ahnenfehlen,
wo diese Dimensionen eben geehrt werden auch. Ja, und der Weihnachtsbaum ist, denke ich, so eine Reminiszenz daran, uns daran zu erinnern, auch jetzt eben daran zu erinnern, dass das Licht eben wieder zurückkommt. Ganz entscheidend waren auch immer die drei Damen am Fuße dieses Weltenbaumes. Die hielten nämlich einen Faden. Und dieser Faden war also der Faden des Lebens. Und der ist also, ja, das ist wirklich der Schicksalsfaden, könnte man sagen. Und die standen also auch noch oftmals oberhalb der Götter, je nach Mythologie. Und sie finden also in den keltisch-germanischen, in den römischen oder in griechischen Kulturen, finden wir immer diese Entsprechungen. Die haben dann andere Namen, aber sie haben im Grunde die ähnlichen Funktionen. So, und da gibt es dann zum Beispiel immer eine auch, die den Faden zum Beispiel durchtrennt. Und genau, da. Nornen, Bäuren, Parzen, also das sind so die Namen dafür. Und hier ist zum Beispiel diejenige, die den Faden durchschneidet. Ja, das heißt also, die das Leben, das Lebensende quasi besiegelt. So, ja. Ja. Und natürlich wird durch diese schicksalhafte, durch diese höhere Ordnung, die verkörpern, werden also auch Zeiten des Übergangs beschrieben. Und diese Zeiten des Überganges, die waren in allen Kulturen immer ein Stück weit heilig oder auch gefürchtet. Das heißt also, man ist da mit Respekt an diese Zeiten und Phasen rangegangen. Und das sind eigentlich immer diese Zeiten, wo ja, etwas irgendwie eine Wendung macht, wo das Alte nicht mehr so ganz vorhanden ist, instabil wird, wo etwas fragmentarisch wird, wo man nicht mehr vielleicht so ganz genau sagen kann, das bin ich, ganz sicher, so bin ich halt und so wird es morgen auch sein. Wenn da auf einmal sowas anfängt so abzubröckeln, aufzuplatzen und man spürt, es steht irgendwie was an, es ist ein Veränderungsprozess in Gang und da hatten die alten Kulturen eben dann diese Übergangsriten für, die wir mehr oder weniger verloren haben und deswegen haben wir eben oftmals Probleme, die andere Kulturen nicht haben. Es gibt also in dieser Zeit immer so eine gewisse Durchlässigkeit und das wussten alle. Also dass es in diesen Phasen eine Durchlässigkeit gibt, wo man einfach mehr In- und Output hat. Also wo man mehr Informationen kriegt, wo man mehr mitschwingt, wo man mehr spürt, dass irgendwie was los ist oder dass was passiert und dass in meinem Leben jetzt vielleicht irgendwas dran ist. So. Und das ist interessanterweise eben auch immer so beschrieben für diese Zeit, über die wir jetzt reden, in der wir uns ja gerade befinden. Also das ist eben so die Zeit, wo in alten Kulturen auch ganz bewusst dann halt Rituale gemacht wurden. Man kennt das noch zu Silvester, wenn man da Bleigießen macht. Das ist genau noch so ein Rest davon, wo man dann sagt, okay, jetzt gucken wir mal in die Schüssel, was nächstes Jahr bringt. So, und dann kann man das irgendwie deuten. Also Kontakt mit Tieren, mit Steinen, Pflanzen aufnehmen, Orakel-Sachen machen, das war also so das gehörte so dazu. Und ja, in dieser Zeit, über die wir jetzt reden, die gibt es auch in der, wie gesagt, in der christlichen Bildsprache, das ist also vom 21.12. die Thomasnacht bis zum Dreikönigstag, bis zum 6.1. diese Zeit. Die Zeiträume variieren ein wenig, sind immer ein bisschen anders gestaltet, aber im Christlichen ist das eben dieses Zeitfenster. Und die heiligen drei Könige, das sind ja eigentlich in dem Sinne keine Könige, sondern das sind ja Magier, das sind ja weise Männer aus dem Morgenland, also die initiiert sind in ein höheres Wissen, die da auflaufen und die das im Grunde in Persona quasi verkörpern, dieses Wissen. So, das ist, finde ich, auch schon mal eine wichtige Metapher. Ja, man könnte sagen, es ist eine Zeit, also diese Dunkelheit ist immer so eine Zeit, wo der Schlaf der Vernunft quasi allgegenwärtig ist. Das heißt, in der Dunkelheit, sagte Goya, ne, die Dunkelheit bringt, oder die Nacht oder der Schlaf bringt Ungeheuer hervor. Und das ist grundsätzlich
Ja, das merkt, glaube ich, jeder, wenn er nachts im Wald geht oder tagsüber im Wald alleine. Das ist ein Unterschied. Ja, ist ja ungünstig. Wir können ja nachts nicht sehen als Mensch. Genau, ja, genau. Automatisch bringt das eine Aktivierung rein und irgendwie ein Gefühl von so Beklommenheit. Und man merkt, man ist wacher, man ist präsenter, man lauscht auf jedes Knacken und jedes Rascheln und man ist viel mehr im Sympathikus unterwegs. Ja. Und wenn man dann eben in den veränderten Bewusstseinszustand des Schlafes eintritt, dann öffnen sich ja Tür und Tor für alle möglichen Dinge. Und manchmal ist das ja so real, wo man dann schweißgebadet wach wird und wundert sich, warum man gerade ums Überleben gekämpft hat in seinem Bett. Eben war es so das sicherste Bett der Welt. Ja. Und jetzt schon wieder irgendwie die Hölle und ja, alles ist zerwühlt und ich werde wach und es ist eigentlich wieder das sicherste Bett der Welt, aber man braucht einen Moment, um das wieder abzuschütteln, was da gewesen ist. Ja, und das ist auch die Frage, was ist eigentlich realer? Ja. Ja, also, und die Rauhnächte, das sind eben diese 11 Tage, wo ich am Anfang sagte, die die Differenz bilden zwischen den lunaren und den solaren Kalendarien. Das kommt also vom mittelhochdeutschen Ruch und das steht für haarig. Also eine haarige, pelzige Angelegenheit, ja, die Rauhnächte. Und es gibt da unterschiedliche Thesen zu, nämlich zum Beispiel die, dass es mit dem Nutzvieh oder der Stallräucherung zusammenhängt, weil das ist gerade die Zeit jetzt, wo man also die Hütte räuchert und auch den Stall ausräuchert. Das macht man, also hier ist das vielleicht noch ein bisschen komisch, ja, in der Gegend, aber wenn man jetzt so im Allgäu unten unterwegs ist oder wo wir so wohnen jetzt, so, je bergiger es wird, desto normaler ist das. Dann macht das jeder, also der da irgendwie so ein bisschen noch einen Zugang hat, räuchert die Hütte so zu dieser Zeit. Und man hatte also auch eine Verbindung zu Dämonen, wo man sagt, okay, die haben auch alle so einen Pelz und die sind in dieser Zeit auch sehr unterwegs und aktiv. Die Rauhnächte wurden auch interessanterweise auch bezeichnet als Wolfsnächte. Das hat was, denke ich, damit zu tun, dass in dieser Zeit die Wölfe sehr nah an die Gehöfte rankamen und die Leute das Heulen ständig gehört haben. Die haben halt Futter gesucht und es gab eben verstärkte Übergriffe auf Nutztiere und es wird auch von eben Angriffe auf Menschen berichtet. Wenn Wölfe Kohldampf haben, dann machen die das auch. Gab jetzt gerade wieder so einen Fall, wo so eine Frau, die alleine Trekking war in Griechenland, von einem Rudel gefrühstückt wurde, ne? Echt? An der bulgarischen Grenze. Ja. Dann nützt dann auch kein Handy mehr. So, ne? So, und ja, also jetzt so sind. Wir haben ja mittlerweile, ich glaube, über 100 Rudel wieder in Deutschland. Das Problem ist einfach, die können sich gar nicht so verorten, wie das früher möglich war. Und die suchen ja nach Futter. Ne? Also die wollen ja auch was fressen. Und die haben diese Scheu jetzt von Menschen gar nicht mehr. Das ist schon auch ein Problem, denke ich. Oder könnte zum Problem werden. Ne? Also die umkreisen dann da einen Hundebesitzer 3 Stunden lang, folgen dem bis nach Hause oder lungern da teilweise am Kindergarten rum und so. Also diese Dinge, es sind halt Wildtiere, die keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Das ist auch ein Problem. Ja. Das andere ist halt eben diese Schattenseite des Wolfes, die wurde halt eben überstilisiert und in eine völlige Paranoia ist sie übergegangen. Wir sind einfach in so einer Kultur, die da das schnell auch alles diabolisiert. Momentan sind wir in einer Kultur, die alles einfach blind idealisiert, ohne die Gefahren oftmals in Betracht zu ziehen, habe ich so den Eindruck. Genau. Man spricht also auch von 12 Weihnachtstagen in dieser Zeit. Und ja, genau, das andere habe ich schon gesagt. Es ist eine Zeit der aktiven Neuausrichtung. Die 12 Nächte zwischen Weihnacht und Heiligen, Dreikönig, König, Tag ist kein Haus, das nit alltag, Weihrauch hoch in Herberg mache. Für alle Tüfel, Gespenst und Zauberei. Also kein Haus, ja, wo nicht Weihrauch Anwendung findet. So, ja, wir haben gerade im Alpenraum haben wir diese sogenannten Perchten. Da gibt es ja ganz viele Umzüge und alles Mögliche, wo die dann auch dort quasi durch die Städte marodieren und das ja, reinszeniert wird ein Stück weit. Genau. Das sind also diese haarigen Gesellen.
Es gibt auch in der griechischen Mythologie die sogenannten Kalikatsaroi. Das sind also Kobolde, wie man hier sieht, sägen die unten am Weltenbaum fleißig rum und wollen, dass die Erde in die Unterwelt hinabstürzt, in die Mittelerde. Und das ist natürlich in der alten Mythologie eine sehr gefährliche Angelegenheit. In der Zeit der Wintersonnenwende kommen sie dann für 2 Wochen auf die Erde hoch in dieser Mythologie und bereiten den Menschen Probleme. Und genau diese 2 Wochen sind also die Zeitphase, in der der Weltbaum sich wieder erholen kann. Das heißt also, wir haben in dieser Übergangsphase nach deren Vorstellung 2 Wochen lang diese Plagegeister am Hals und dann gehen die wieder weg. Und da gibt es ja in vielen Mythologien auch so Ideen, so Handlungsanweisungen, dass du dann in dieser Zeit auf keinen Fall was benutzen solltest, wo sich die Räder drehen, ja, sprich was fährt und solche Dinge. Ja, also das war so eine Zeit der Einkehr. Ja. Genau. Ja, in diesen 12 Nächten, das ist dann vor allen Dingen auf dieser Silvesternacht in der Mitte, die 6. Nacht, da stehen die Tore eben, sagte man, zur Geisterwelt sperrangelweit auf. Das ist also die Zeit, wo im Grunde die verstorbenen Seelen rauskommen, gerade die, die zu früh aus dem Leben geschieden sind, sprich durch Mord, Totschlag, einen Unfall oder auch Suizid. Und da haben die viele schamanischen Kulturen haben da auch so ähnliche Theorien zu. Dass die Seele die Zeit, die sie hier sein müsste, so oder so irgendwie da verbringen muss und einfach diese Zeit dann eben auf solche Art und Weise herumkriegen muss. Und das ist eben diese Phase, wo sie dann ausbrechen, diese Seelen, und dann am Himmelsfirmament eine wilde Jagd entsteht. Und wer von dieser wilden Jagd mitgerissen wird, der hat ein Problem. Das kann aber auch den Aussagen der Alten nach im Schlaf passieren. Da gibt es also eben auch so Vorstellungen von einem toten Heer, was dann am Himmel rumrandaliert, was dann eben durch die Länder zieht und auch Gegenden verwüstet. Sie werden interessanterweise auch von Hunden begleitet und von Pferden. Gleichzeitig verwüsten Dämonen das Land. Das gibt es auch wahrscheinlich reale Bezüge zu, weil es einfach in diesen Zeiten auch immer wieder so marodierende Militärheere gegeben hat, die über Dörfer hergefallen sind und da alles auseinandergenommen haben. Man hat also dann dieses Silvesterfeuerwerk gepflegt, in der Vorstellung, mit diesem ganzen Getöse, mit dieser Knallerei und allem, könnte man diese Heere fernhalten. Also einfach so einschüchtern, dass die wegbleiben. Interessanterweise, jetzt kommt's, ist in Schweden oder auch in der Schweiz, ist dieser Herr der Wotan oder Wodan oder Odin, ist der Anführer dieser Bande da oben. Sprich, der germanische Schamanengott ist der Anführer dieser Horde. Ja, ganz interessant. Am 6.11. findet diese Seelen dann wieder Ruhe, ja, und dann geht diese wilde Jagd zu Ende. Genau. Das war jetzt ein kleiner Impuls zu dem Hintergrund hier, um diese Übergangszeit, um die es jetzt geht, wo wir im Grunde offener sein sollen als zu anderen Zeiten des Jahres. Und vielleicht erlebt der eine oder die andere das ja auch ein Stück weit so, dass das so ist. Und ich habe so als Abschluss hier dieses Wiederheilwerden, eine Szene, wo dem Wotan Balders Pferd heilt, gesetzt, weil letztendlich geht es ja darum, dass wir dadurch, dass wir unsere Übergänge wieder neu gestalten, wieder ein Stück weit heiler werden oder ganzer werden. Und dazu lade ich euch einfach ein, dass ihr da in diesem Rahmen der Rauhnächte jetzt ein paar schöne, spannende Erfahrungen machen könnt und Dinge vielleicht erfahren könnt von der anderen Seite, die wir normalerweise nicht so erfahren im Alltag. Okay, danke, danke, danke. So, dann können wir das mal abstellen hier.